der Bürger kommt zu uns in die Dienststelle und hat Waffen dabei. Und ich glaube, wir müssen es nicht hinnehmen, dass wir uns in Konfliktsituationen einem Bürger gegenüberstellen müssen, der zur Not eine Machete oder eine Pistole dabei hat. Andreas Gehring arbeitet bei der Ausländerbehörde der Stadt Nürnberg. Auf dem Gewerkschaftstag der Comba Bayern, der Fachgewerkschaft für Beschäftigte der Kommunen, berichtet er, wie sich das Thema Gewalt gegen Beamte auf seinem Amt entwickelt. Bei der Ausländerbehörde gibt es diverse Vorfälle und immer wieder Aggressionen. Gewalt haben wir einen massiven Übergriff gehabt. Da war ein Angreifer, der war mit einer Amtshandlung nicht einverstanden, hat dann eine junge Kollegin attackiert. Das hat das Büro zerlegt, es kam dann ein Kollege zur Hilfe und letztendlich ging der Angreifer mit einer Freiheitsstrafe von 9 Monaten raus. Dass diese Fälle von den berühmt-berüchtigten Einzelfällen inzwischen fast zur erschütternden Normalität geworden sind, weiß auch Innenminister Joachim Herrmann zu berichten. Vom Deggendorfer Landrat hat er wenige Tage zuvor erfahren, dass eine Frau im dortigen Sozialamt aus Unmut über eine behördliche Entscheidung plötzlich ein langes, breites Küchenmesser aus der Tasche gezogen und Mitarbeiter bedroht hatte. Wir erleben insgesamt in Teilen unserer Gesellschaft einfach ein Stück Verrohung und Enthemmung. Und hier muss dieser Staat entsprechend natürlich auch Kontra geben. Da müssen wir klar sagen, dass wir uns damit nicht abfinden wollen, dass das unerträglich ist im Interesse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch dieses Staates insgesamt, denn die meisten Angriffe gelten nicht dem einzelnen Mitarbeiter persönlich, sondern ihm als Repräsentanten dieses Staates, egal ob es jetzt um eine Kommune, um das Land oder den Bund geht oder welche Behörde auch immer, sondern da wird der Staat als solcher angegriffen. Und deshalb muss der Staat die Menschen, die für diesen Staat im Interesse der Gesellschaft, der Menschen insgesamt arbeiten, auch besser schützen. Deshalb war es notwendig, dass wir das Strafrecht verschärft haben, dass hier eine größere Mindeststrafe angedroht wird für jeden solchen Angriff auf Mitarbeiter, gerade auch zum Beispiel von Einsatzkräften, ob Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, all die sind von solcher Gewalt betroffen. Es sind aber eben nicht nur diese Angriffe in der Öffentlichkeit auf Polizisten und Rettungskräfte. Es sind immer mehr Angriffe in den Amtsstuben, in denen ein Beamter mit einem Bürger alleine im Büro sitzt und diesem beispielsweise einen negativen Bescheid mitteilen muss. Während Gerichtsgebäude längst entsprechende Sicherheitsmaßnahmen bekommen haben, rüsten immer mehr Ämter in Eigenregie nach. Wir haben dann wirklich massiv Maßnahmen ergriffen. Wir haben Seminare gegeben in Zusammenarbeit mit der Polizei, wo Deeskalation trainiert wird, wo auch Verteidigungsstrategien entwickelt wurden. Wie gehe ich mit schwierigen Kunden um? Wir haben aber auch Notrufsysteme entwickelt. Wir haben mittlerweile einen Sicherheitsdienst mit 9 Securities, die Eingangskontrollen veranlassen. Sandra Wolf ist stellvertretende Landesjugendleiterin der Deutschen Beamtenbund Jugend Bayern. Für sie ist klar, dass eine solche Entwicklung Grund dafür ist, warum auch immer weniger Jugendliche in den öffentlichen Dienst wollen. Also muss dem entgegengewirkt werden. Einfach in der Hinsicht, dass diejenigen, die Auszubildende sind im öffentlichen Dienst, darauf vorbereitet werden. Prävention, Konfliktbewältigung, also auch meinetwegen Selbstverteidigung. Das Bundesinnenministerium hat eine Kampagne für mehr Respekt gegenüber Mitarbeitern von Blaulichtorganisationen gestartet. Doch für die vielen Beamten in den bayerischen Amtsstuben fehlt eine solche Kampagne. Wir sind halt der Meinung, dass wir hier zusammen mit dem Minister Herrmann als Bayerischer Beamtenbund eine Initiative starten können, dass wir eben genau auf dieses Phänomen Gewalt gegen Beschäftigte, gegen Angehörige des öffentlichen Dienstes in Bayern besonders hinweisen und nach dem Vorbild des polizeilichen Lagebildes vielleicht sogar Maßnahmen entwickeln, bessere Zahlen, bessere Datenmaterial zu bekommen. Das ist heute auch deutlich geworden, dass man das offensichtlich braucht, dass das so nicht vorhanden ist im Bereich des öffentlichen Dienstes. Und Innenminister Joachim Herrmann gab beim Comba Bayern Gewerkschaftstag in Kempten seine Zusage, auch für den öffentlichen Dienst eine solche Kampagne ins Leben rufen zu wollen.